Moin Freunde, was geht? Willkommen zur Reaction zur 11. Folge von The Bad Batch. Bevor es losgeht, jemand hatte das letzte Mal in die Kommentare geschrieben, dass es ein bisschen nervig ist, wenn das Bild der Folge manchmal einfach immer verschwindet und dann wieder da ist und so. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass wenn man das guckt, dass es halt einfach eine nervige Sache ist, vollkommen klar. Das Ding ist, das ist halt leider einfach manchmal nicht anders zu machen, da halt YouTube Sachen automatisch wegblockt, wenn sie länger als 10 Sekunden zu sehen sind, beziehungsweise, länger als 9,5 Sekunden, weil dann schon auf 10 Sekunden aufgerundet wird. Deswegen muss ich spätestens da immer irgendwie einen Cut setzen. Und dann, wenn ich mal länger als diese Zeit halt eben reden, muss ich da dann, habe ich da keine andere Wahl, als die Szene einfach auszublenden. Und ich würde es sogar fast noch nerviger finden, wenn ich dafür ein anderes Bild einblende, so. Deswegen lasse ich einfach den Bildschirm da schwarz, weil ich finde, dass es dann ein bisschen klarer ist. Und manchmal sind auch Clips, die man sieht, nur so 5 Sekunden lang. Das liegt dann halt eben daran, dass sie dann halt sehr dicht an anderen Clips, die recht nah innerhalb der Folge platziert sind. Weil wenn man Schnitte setzt, aber die Szenen sehr nah beieinander sind in der Folge und dann so über die 10 Sekunden kommen, dann ist das auch weg, so. Deswegen muss ich das halt leider manchmal einfach so schneiden, dass da halt immer mal, ja, ein schwarzes Bild ist. Ich habe es auch schon mal damit probiert, bei einer Loki-Reaction auf dem Hauptkanal, ob es auch geht, wenn ich das Bild einfach nur blurre, statt wegzuschneiden, aber die wurde dann halt ganz einfach, ja, quasi runtergenommen direkt. Und ja, ich könnte vielleicht ein bisschen mehr zeigen als das, was ich tue, aber ich schneide es quasi so auf Nummer sicher, denn worauf ich keine Lust habe, ist, dass ich das Video hochlade, es ist gesperrt und dann muss ich das noch so 5-mal neu schneiden und neu hochladen, bis es dann endlich passt so. Und ganz ehrlich, die Zeit habe ich halt nicht, deswegen, ja, ist es so, wie es ist. Das wollte ich nur noch einmal ausführen, warum das halt eben, ich mich dazu entschieden habe, halt eben dieses schwarze Bild zu machen. Wie gesagt, ich kann es vollkommen verstehen, wenn es nervt. Aber es gab dafür halt eben auch gute Gründe, beziehungsweise gibt dafür gute Gründe. Und genau das wollte ich nur einmal gesagt haben. Und jetzt haben wir eine ultra lange Anmoderation gehabt. Und jetzt viel Spaß mit der Reaction. Ist off? Nein. Das war ein Ja. In einem Nein versteckt. Ja. Das habe ich rausgehört. Ein Planet. Ryloth. Die Hauptstadt, die Brücke, kam in Clone Wars vor. Oh, bitte, Herr Junge, Hera Syndulla, bitte, bitte. Hallo, Crosshair. Gobby Glee und seine Kämpfer sind hier. Gobby Glee. Gobby Glee. Ach, er ist auch er da. Er schon wieder, Junge. Rampart, oder wie er heißt. Junge Maximilian, Alter. Ja, der Senator aus Clone Wars wieder. Stimmt, ja. Sehen Sie das nicht auch so, Syndulla? Heras Mutter. Wahrscheinlich. Und was ist mit Ihnen, General? Nice. Das ist der Klon mit der coolsten Frisur ab jetzt. Was ist das denn? Junge, alle Klone kommen an und er hat einfach sich komplett so einen 500 $ Haarschnitt. Das war wirklich schlimmer als jeder One Piece NPC. Wir wollen Syndulla. Wieso ist der coolste Klon dieser Typ da oben? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, du lässt dich bei den Animationstieren immer sehr von den Haaren beeinflussen. Junge, die sehen hier ja besser aus als... Ja. Hera Name-Drop, sehr schön. Ja. Sorry, ich wollte da nicht reinquatschen. Ne, man weiß ja nicht, dass das passiert. Eindeutig. Ja! Ja! Lee! Wie viel älter ist sie dann als Kanan? Junge, Tony Chopper. Ja, geil. Sie ist ein paar Jahre älter als Kanan, scheinbar. Yep. Sie wirkt so 14, 15 oder sowas wahrscheinlich. Mhm. Ich würde sogar fast 16 sagen. Oh, so weit würde ich nicht gehen. 16. Ja, ich weiß, habe ich jetzt dick aufgetischt gerade. Ja, ich hab dick aufgetischt. Und sie träumt vom Fliegen. Sehr schön. Wort. Vielen Dank, Hauser. 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 Junge, Hauser ist mit Abstand der swaggyste Klon aller Zeiten. Da liegt ein Y-Wang. Das könnte der sein, mit dem Chopper abgestürzt ist. Das Imperium führt irgendetwas im Schilde. Da könnte er recht haben. Auf dem Pöbel ist ein Problem. Glee ist der Pöbel. Glee ist seine rechte Hand. Das sind angegammelten Kopf da. Schlosser. Ja, ja, von den Verbrennungen, vom Triebwerk. Wir alle tragen unseren Teil bei, Senator. Sah cool aus. Und Haare auch. Natürlich sieht das cool aus. Als hätte er nicht eh schon so eine coole Narbe gehabt. Hat er auch noch so eine coole Verbrennungen. Brandnarbe. Träumst du immer noch vom Fliegen? Andauernd. Dann könnte ich weit weg von allem sein. Ich träumte von einem freien Ryloth. Schon lange Zeit kein Bad Batch in einer Bad Batch-Folge. Wie Sie sehen können, sind stimmt, wir ne? Ja. Beim letzten Mal ja auch schon so ein bisschen so. Aber nur ein, zwei Minuten.
Diesmal viel länger. Gesagt, jetzt sind es um 10. Egal. Augen, was wir uns vorgenommen haben. Die Tatsache, dass man sie nicht in Rebels sieht, besorgt mich. Mich nicht, sie ist mir egal. Also nein, stimmt schon, aber das habe ich mir auch schon gedacht. Peilsender. Oh, die Dinger sehen immer so cool aus. Wie sie auch ganz smooth immer perfekt dranbleiben. Ja. Sieht so aus wie auf dem Erdmond irgendwie. Ja, der Bad Batch. Haben sie ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt sind sie da. Sie kommen einfach in die Story sozusagen ja, rein. Mag ich aber. Geschnitten so. Ja, nicht so dramatisch. Jetzt kommen die Hauptcharaktere. Din, din, din. Aber keine Dummheiten. Was meinst du mit Dummheiten? Sie sieht noch sehr naiv aus. Also sieht nicht so aus, aber ist doch sehr naiv, so kommt mir das vor. Also Hera, ja. Witzige Interaktion, oder? Ja. Ist auch gut, wenn jetzt Crosshair kommt, das passt perfekt. Wir haben keine Wahl. Ach ja, stimmt, er war ja. Er hat ja den Peilsender, ah! Gern geschehen. Oh Mann, das hat mich gerade ein richtig glücklich. Ich hatte gerade ein Dauergrinsen, muss ich sagen. Das Schiff sieht so nice aus, ich weiß nicht. Ja. Und diese Wolken sehen auch sehr nice aus. Das Schiff sieht aus wie Max Rebo. Mit diesen Segelohren, Alter, guck mal. Vorne. Junge, das Schiff sieht aus wie Max Rebo, ey, what the fuck. Ja, im Ernst. Junge, dieses Gehässige in der Stimme bei Crosshair finde ich so geil. Es ist fast ein bisschen überzeichnet, finde ich, aber es ist trotzdem gut. Ergreift sie! Er ist bald auf Palpatine-Level von diesem. Sir, sie ist doch nur ein Kind. Ein korrekter nach Order 66 Klon? Coolster Klon der Welt, das ist der. Ja, ich weiß. Ich wundere mich aber trotzdem, dass er so widerspricht und so. Die haben doch Inhibitor-Chips. Ja. Dein Hype, um den Klon scheint berechtigt zu sein. Oh komm, seine Frisur ist zu cool, dass er nicht irgendwie der Crew beitritt oder sowas. Wie die Situation so langsam eklig wird. Ja. So. Also, das sie war, sie, sie, war schnell, auch, aber also, sie war auch zu gut. Ja, nee, das war alles schon so irgendwie. Ja, man hat schon gemerkt, wie das Imperium so seinen ekelhaften Griff unter dieser netten Hülle umgelegt hat. Und immer weiter. Ausweitet auch. So, und dadurch wird er jetzt wieder zum Rebellenkämpfer, wie wir ihn ja auch in Rebels wieder kennenlernen. Hey, würde das so abgefuckt ist in Rebels die ganze Zeit? Nee, aber es ist eine coole Folge auf jeden Fall. Jetzt ja. Sehr gut strukturiert, finde ich auch irgendwie so. Und sehr gut zusammenhängt mit den restlichen Star Wars Animationsserien. Ja. Und in sich cool und halt auch coole Schauplätze in einer interessanten, unbeleuchteten Phase. So. Und das ohne den Bad Batch auch. Ja, und dann geschmeidigst mit eingeführt. Genau. Und die Connection mit Crosshair auch gemacht. Jawohl, Sir. Was ist mit dem? Irgendwas kann doch nicht stimmen. Irgendwas ist da mit dem. Er war zu cool für den Chip. Der ist auch kaputt gegangen wegen den Haaren. Ja. Die Haare haben das Einplatzieren verhindert. Nein. Obwohl es mir nicht egal ist, was ein Random Schweideck ist, aber trotzdem nein. Ja. Ja, wie cool er da angekommen ist. Ja. Oh, lol. Nee. Geil. Tschüss, der konnte gerne sterben. Haftet diese Aufständischen wegen des Attentats auf Ornfree Tar. War klar. Dann wird Hera den Bad Batch kontaktieren, damit sie ihren Vater und so da rausholen. Ja, eine Bad Batch-Folge, wo der Bad Batch 2-3 Minuten vorkam, aber ich fand, das hat mich absolut nicht gestört. Ja, im Gegenteil, fand ich sehr erfrischend. Haben sie einmal ihre Helme abgenommen? Nee, oder? Ich glaube, sie hatten sie die ganze Zeit, glaube ich, auf bei der Übergabe. Warte mal kurz. Das ist aber gut, das ist eigentlich... Ja. Auch. Es war sehr gut, der Bad Batch hatte eher einen Cameo-Auftritt in dieser Folge, eher. So. Ja, war auch selbst... Also selbstbewusst geschrieben, finde ich, wenn man so, oft ist es ja so, man muss jetzt bei der Hauptgruppe sein, die man beleuchtet, so. Das aber man traut so, sich was, so. So ein Ding, so, das ist einfach mal so, Star Wars Kram, so, also das ist gut, das finde ich, es zeigt das Verständnis und auch die Achtsamkeit
was das Universum angeht. So. Ja, das mag ich auch extrem nur, gerne. Ist, was im Universum spielt, sondern eben einfach, das passiert gerade im Universum und wir halten die Kamera drauf, so auf so, weit, so blöd gesagt. So, ja, ja. Also. Und das Schöne ist halt tatsächlich auch, dass ich halt einfach finde, dass ich das auch nicht so nach dem Motto, wir müssen jetzt hier zwingend ein Cameo von einem Rebels-Charakter machen, sondern so nee. Rayloth als Planet, die auch schon den Klonkrieg der Republik nicht wirklich vertraut haben, so, macht durchaus Sinn in der Handlung. Und dann natürlich Hera Syndulla einzuführen, macht sehr viel Sinn. Und ich mag es halt einfach, wie man jetzt The Bad Batch benutzt und das, also wirklich als Brücke zwischen The Clone Wars und Star Wars Rebels einfach verwendet. Ja, ja. Fügt sich super ein, alles, finde ich auch. Also ja, so, wenn man mal die Schnitzer aus Star Wars Büchern weglässt, aber ansonsten, ja. Ja, gut. Das, da kann ich nicht so richtig mitreden, aber das kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich genervt hat. Ja, und ich denke mal, spät, weil ungefähr, wenn die Handlung ein Jahr vorangeschritten ist insgesamt seit der Order 66, dann kann auch Ahsoka theoretisch auftreten, so, und ich denke mal, da wird man bestimmt auch früher oder später hingehen, in der zweiten oder Staffel nicht. Oder so. Glaube ich schon, ja, Dave Filoni bringt Ahsoka überall ein, wo er sie einbringen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein bisschen doll, wenn Ahsoka in jedem, an jeder Ecke des Universums auftaucht, so. Aber was ich mal cool finden würde, wenn sie einfach auf einem random Planeten sind, und sie einem random Bewohner nach dem Weg fragen, das ist Ahsoka, wir wissen das, die wissen, aber keiner weiß das und das wird dann nicht näher drauf eingegangen oder so. Ja, aber dann würden sich wieder alle bestimmt sagen, so, oh, ja, Fanservice, sie gar nicht so, ja. Mehr draus gemacht. Oder zu unüberlegter Fanservice, ja, okay, sagen wir so, es gibt auch gute Gegenargumente dagegen. Junge, Fanservice ist genauso ein Unwort wie Filler-Folge, Junge, der hört einfach auf mit der Scheiße. Ja, also ich finde es in manchen Sachen kann man es bringen, zum Beispiel in der Mandalorian-Folge, wo sie, also die erste Folge der zweiten Staffel, wo sie gegen den Kraken-Drachen gekämpft haben, wo Cobb Vanth, du weißt doch noch, dieses Podrennen, Speederbike, falls du dich daran noch erinnern kannst, so ein Podrenner, ja, das ist dann unbedingt Anakins Podrenner sein musste, so, das war dann, finde ich, einer zu viel, aber... Ist das ein Fanservice? Achso, das ist dann so detailmäßiger Fanservice. Ja, ja, finde ich schon, ich meine, Podrenner ist cool, aber dann, es ist Anakins Podrenner, genau der. Ja, aber das interessiert ja auch keinen. Das ist irgendwas, was man in irgendeinem Buch liest auf Seite 47 und dann Podrenner von Anakin. So, weißt du, das ist dann irgendwie so, ja, okay, das ist vielleicht... Ich kann mir das bildlich perfekt vorstellen, gerade Podrenner von Anakin. Ja, so, das ist dann, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Das ist dann quasi so ein kleines Easter Egg oder so. Ja, aber sagen wir so, wenn es Leute den ganzen Film vorwerfen, der ist nur Fanservice, kann ich das auch nicht verstehen, weil Fanservice ist in den meisten Fällen etwas, was man feiert. Ja, vor allem, für wen wird denn das Ganze überhaupt gemacht? Das ist doch eigentlich, ist jedes Stück Kunst sozusagen eigentlich Fanservice. Sagen wir so, es gibt Leute, die mögen es nicht, wenn sie quasi, wenn Filme sagen, guck mal hier, das Alte, nur kommt das jetzt im Neuen vor. So, also es gibt Leute, die mögen das wegen dem Punkt nicht so gerne, aber insgesamt finde ich, ist Fanservice eigentlich immer eine gute Sache in den meisten Fällen. Ja, ich wenn es nicht übertrieben wird. Ich verstehe auch total, was damit gemeint ist. So, wenn es so jetzt, oh, jetzt ist auch R2D2 und C3PO sind wieder mit dabei. So, ich kann das schon verstehen. So, aber es ist ja harmlos, solange das jetzt nicht irgendwie fett in irgendwas eingreift. So, weißt du, was ich meine? Wenn ich, wie gesagt, es ist, ich sehe es nicht so eng. Also, ja, ich sehe es auch nicht so eng. Gerade weil es einfach Spaß macht und wie ernst muss man das denn nehmen, damit man sagt, das ist Fanservice, das ist jetzt nicht realistisch. So, und hier finde ich, in dieser Folge kann man Fanservice auf keinen Fall vorwerfen. Nein, auf keinen Fall. Also da war gar kein Fanservice. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie beliebt Rebels ist, wahrscheinlich sehr in irgendwelchen Star Wars Preisen so. Aber ich meine, Rebels ist ja auch gut, so. Bitte schlachtet mich nicht aus. Aber so, keine Ahnung, also... Das ist ja was anderes, als wenn Luke jetzt auftaucht. Star Wars Rebels hat für die Prequel-Entwicklung schneller hingelegt, sag ich mal. Nicht beliebt, als es gestartet ist, aber dann sehr schnell beliebt geworden. Und jetzt ist es eine generell recht beliebte Show. So, und es gibt sogar Leute, die stellen es halt über The Clone Wars. Wo ich jetzt nicht so weit gehen würde, auf keinen Fall, aber... Gottes Willen. Hat auf jeden Fall durchaus berechtigte Leute, die es feiern. So. Dafür sind die ersten... Wie viele Staffeln gibt es nochmal? Drei? Vier gibt es insgesamt. Vier. Dafür sind die ersten drei Staffeln einfach nicht. Die ersten dreieinhalb, muss man ehrlich sagen, mit Ausnahmen, nicht spannend genug, finde ich. Aber okay, das ist wahrscheinlich alles Geschmackssache. Also, ja, ich würd das über die erste Staffel sagen. Ich finde, die erste Staffel Rebels ist mit das langweiligste, was existiert im Star Wars Universum. Ja, und das Character Development ist viel zu langsam. Also wirklich, man fängt zum Ende langsam an, irgendwie was mit den Charakteren zu machen. Bei Sabine auf jeden Fall. Sabine kam zu spät. Bei den anderen finde ich, kam es. Also bei mir hat es halt
in der zweiten Staffel angefangen, dass ich mich mit den Charakteren verbunden gefühlt habe. So, deswegen hat das für mich insgesamt gepasst. Aber die erste Staffel sind sie mir halt alle komplett egal. Ja, ich und das weiß, immer noch, mir, selbst wenn ich jetzt rewatche, wenn ich sie feiere inzwischen. Aber in der ersten Staffel sind sie mir trotzdem wieder egal. Bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, aber das kann auch vielleicht sein, da hatte Rebels auch vielleicht einfach Pech mit dem Zeitpunkt, wann ich es mir reingezogen habe. So. Ich habe das zu der gleichen Zeit natürlich mit dir geguckt, als ich damals, weiß ich nicht, Mitte One Piece war. Ja, das war bei mir auch der Fall. Und der Kontrast zwischen dem Charakterbild war, das waren einfach Welten. Irgendeine random Robbe wird in 30 Sekunden aufgebaut, dass man sie mehr feiert als die gesamte Existenz dieser Junge, Crew. Die Kung-Fu-Robben sind aber auch cool. Einfach. Und die scheiß Kung-Fu-Robben. Man kann es nicht leugnen, das ist einfach... Ja, One Piece schafft es übel schnell, innerhalb von wenigen Sekunden Charaktere emotional an einen Zuschauer zu binden. Das ist geisteskrank, wie schnell das da geht zum Teil. So, ja, man hat sicherlich schon gemerkt, wir sind da jetzt irgendwie in One Piece abgedriftet. Irgendwann später ging es dann nochmal kurz in diesem Gespräch um The Bad Batch. Aber, wäre ein komischer Schnitt, da so 5 Minuten des Gesprächs zu überspringen, um dann wieder einzusteigen. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden, an der Stelle hier wegzuschneiden. Wie immer gibt es meine Review dann die Tage auf dem Kanal, wo dann ich dann ja sehr ausführlich über die Folge spreche. Das auf jeden Fall dazu und ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Und wir, liebe Freunde, sehen uns dann mal beim nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao und möge die Macht mit euch sein.